Spannend, was jetzt kommt. If we just came up the Bionis shin, then this must be its kneecap, right? Yep. Which means Colony 6 is up ahead. Looks like we can climb up there. Great. I love a good climb. Na, klettern ist nicht so meins. So, Kniescheibenhügel. So, wo ist er denn? Da ist er. Ah, können wir auch noch nicht. Oh Mann. Sonst gibt es hier gar nichts. Das ist nicht viel. Ah, hier können wir sammeln. Irrsinnsminze. Holzkriecher. Was haben wir hier gekriegt? Durchmandel. Was ist das Rote da? Hey Ryan, hier ist etwas. Oh, okay. Sag mal, Schalk, wofür hältst du das hier? Hm, ich weiß nicht. Alles klar, ich stupse es einfach mal an und schau, was passiert. Moment mal. Wir wissen doch gar nicht, was das ist. Es könnte gefährlich sein. Jetzt bin ich genauso schlau wie vorher. War da was? Nö. Da hoch in die Zimmer. Techniken austauschen. Maximal 8 Techniken können in das Kampfmenü aufgenommen werden. Wenn ein Charakter mehr als 8 Techniken erlernt hat, musst du entscheiden, welche im Kampf anwählbar sein sollen. Beinpass. Techniken. Okay, es ist bei ihm. Schwertramme hat er nicht ausgerüstet. Ja, endlich den scheiß Boss gelegt. Oh, geht's jetzt, Tabak? Stoß mit der Waffenspitze, der großen Schaden zufügt. Okay. Das ist ein Wachdienst. Klappt den Schild der Waffe aus, um Angriffe zu blocken. Den haben wir schon auf 2. Aurora verfügbar, wenn eine Aura. So, das ist der da. Ja, also, müssen wir das hier machen. Den da. So. Alleine schafft man den nicht, außer man ist so gut. Okay. Hast du den alleine gemacht und bist du so gut, oder... Aber das habe ich ja bei Ding, bei Xenoblade 2 habe ich das ja ewig gebraucht, ne? Was ist denn das da jetzt für ein... Oh. Hab den dann mit einem Gauss gelegt, okay. Was ist das? Noppon Erzweiser. Erzweiser wartet. Erzweiser hat mir grenzenlose Mächtigkeit Eintreffen von Freunden vorausgewahrsagt. Hat auch vorausgewahrsagt, dass Freunde Fragen stellen. Was für Ort? Wer bist du? Stimmt oder stimmt nicht? Nun, Ort ist wie in Bionis, aber ist nicht. Erscheint bekannt, aber doch fremd. Ort verknüpft vergangene Zukünfte. Und Erzweiser ist großer Noppon. Hat endlos trainiert in Räumen und Zeiten und ist jetzt Erzweisigster aller Erzweisen. Da Freunde hier sind, kann nur bedeuten, Freunde wollen Schüler werden. Kein Weggelaufe. Wenn Freunde Herausforderungen mit erfolgigem Gelingen bewältigen, gibt Erzweiser auch feine Belohnung. Gut für Freunde, dass Erzweiser jegliche Gier transzestiert hat, würde sich sonst nie von wertvollem Zeugs trennen.
Wir werden deine Schüler sein, wir wollen nach Hause. Komm, wir probieren es mal. Alles geschieht, wie Nobunier Zweiser vorausgesagt hat. Ach ja, wenn Freunde neue Schüler werden wollen, die Freunde finden, dann gerne mitbringen. Erzweiser bereitet gerne neue Herausforderungen und Belohnungen vor. Was wollen Freunde heute anstellen? Tempo-Herausforderung 1. Du kannst dich jetzt einer Tempo-Herausforderung versuchen. Sprich mit dem Noppon Erzweisen, um Zugriff auf die Optionen Tempo-Herausforderungen und Tauschhandel zu erhalten. In Tempo-Herausforderungen kannst du Noppon-Kristalle erhalten, die du im Tauschhandel gegen Items eintauschen kannst. Neue Aufgaben und Tausch-Items für die Tempo-Herausforderungen wurden hinzugefügt. Je weiter du im Spiel voranschreitest, desto mehr Tempo-Herausforderungen und tauschbare Items werden freigeschaltet. Entdeckst du ein neues Portal, kann ein näherer Blick darauf sicher nicht schaden. Ah, Tempo-Herausforderung ist das. Aufgabe wählen. Tempo-Herausforderung 2. Freie und eingeschränkte Kämpfe. Frei. Tritt mit frei wählbarer Gruppenmitgliedern zum Kampf an. Mit X öffnest du den Gruppenformationsbildschirm. Eingeschränkt. Kämpfe werden mit vorausgewählten Gruppenmitgliedern ausgefochten. Mit X öffnest du den Technikbildschirm. In diesem Modus können nur Techniken festgelegt werden. Details zu deiner Gruppe kannst du dir mit Hilfe von Y ansehen. Bescheidener Beginn. Benötigte Zeit 99 Stunden, 59 Minuten, 99. 99, okay, was sind denn das? Stunden, Minuten oder Minuten, Sekunden, Hundertstel? Einmalige Belohnung, Bedingung, mindestens Rang S. Tarnmaske, Tarnhoodie, Tarnhandschuhe, Tarnleggings, Tarnflossen. Regeln, Wellen 3. Empfohlene Stufe 20. Artstage not going anywhere. Das sind wir denn noch gar nicht. Ah komm, wir probieren's. Mehr wie verlieren können wir nicht. Naja, was die schwere Artillerie mit dem hohen Schaden und der Gauss war wegen seiner Geschwindigkeit der Läufer. Ah! Tempo-Herausforderung 3. Aufgeben. Möchtest du eine Tempo-Herausforderung vorzeitig beenden, drücke Plus. Alter, warum kriegen wir uns aufs Maul? Ich hab doch geheilt. Rabbelramme auf uns. Ja, und ich hab gerade wieder nicht. Warum waren das in der Mitte gerade? Das habe ich doch gar nicht benutzt, oder? Okay, wir warten da noch ein bisschen. Wir machen das ein andermal. So, wie komme ich schon wieder zurück? Okay, hier geht's nicht. Ah, hier. Okay, da kommen wir später wieder. So, da hoch müssen wir. Was, schon wieder? Ah, das war nur Ladebildschirm. Okay. Da oben kommt gleich Video. Haben wir hier irgendwas? Nö. Oh, Reisende, wie unerwartet. Ihr scheint zähe Burschen zu sein.
Könntet ihr uns helfen, ein paar Beinadons auszumerzen? Sie greifen uns andauernd grundlos an. Ich hasse diese Viecher. Besiege zwei Beinadons auf dem Bein des Bionis. Arma. Vielen Dank, ich weiß das zu schätzen. Beinadons könnt ihr auf der Gaurebene finden. Good day. Die Gaurebene ist wirklich gigantisch. Sie bietet zahlreichen Spezies Lebensraum. Leider auch solchen, die nichts als Ärger bereiten. Besonders schlimm sind diese Schöpfer-Hasids. Kaum schauen wir weg, verwüsten sie unser Hab und Gut. Könntet ihr nicht ein paar von ihnen erledigen? Besiege drei Schöpfer-Hasids auf dem Bein des Bionis. Hab Dank. Ich weiß, dass ich mich auch in Zukunft auf euch verlassen kann. Und noch mehr. Okay. Seid ihr schon mal einem Feldponio begegnet? Sie sind ganz schön flink, aber mindestens ebenso aggressiv. Unsere braven Reisenden setzen diese Pionis ganz schön zu. Könntet ihr sie nicht in ihre Schranken verweisen? 5 Feldpionis töten, Mama. Vielen, vielen Dank. Eine Sorge weniger, wenn das kein Grund zur Freude ist. Ja, wir werden dennoch. Ich habe euch schon 3-mal um etwas gebeten. Nehmt ihr es mir übel, wenn ich es noch ein 4. Mal tue? Könntet ihr für uns ein paar Beinwolfen töten? Ihr ständiges Geheule treibt uns noch in den Wahnsinn. 3 Beinwolfen sind auch tot. Wunderbar, das werden wir euch so schnell nicht vergessen. Ihr könnt Beinwolfen nachts auf der gesamten Gaurebene finden. Irgendwo muss es sicher auch einen Bau von ihnen geben. Also sind wir jetzt durch? Ja, was bist denn du? Yes. Der Händler. Schildwächter und Soldatenpike. Na, ich warte mal noch. Ja, eigentlich wollte ich aber mal verkaufen. So. Warum sehe ich hier den Verteidigungswert nicht? So, wir hauen mal das ganz normale. Alter, kann der das nicht? Oh, ist ausgerüstet. Lalalala. Das ist so doof. Was? Endlich mal, Alter, dass der das da oben nicht merken kann. Was stand da gerade? Alle ausgerüsteten Juwelen? Wieder schnell. So, das Zeug hier lassen wir mal. Schaut doch mal wieder vorbei. Jo, mach ich doch irgendwann. Items. Jetzt noch? Ich habe keine Ahnung. Kommt davon, wenn man zu schnell klickt. Hat das vor allem vom Chat einer lesen können? Oh. Ich würde mal sagen, ein des Bionis ist ein bisschen größer.
Oh, Shulk, look over there. Smoke? Hat ich da los? Maybe someone's got a fire going. Hope they're cooking up something good. It's hardly a good spot for a barbecue. Come on, let's take a look. Ah, let's looky looky. Äthertyper greifen an, sobald Äther eingesetzt wird. Äthertypus. Äthertechniken sind durch eine horizontale Linie gekennzeichnet. What? Ah. Hallo, haust du mal zu? Arundonhorn. Alter, was machst denn du da? Nice one. Erste Mission erfüllt. Der Reisende fühlt sich, ja, du hast die Bitte des Hungsreisenden erfüllt. Er hat sich wohl etwas zu nahe herangewagt. Ardonhorn und riechendes Leder. Ist ja eigentlich nichts zum Einsammeln. Da oben gibt's was, aber wir müssen irgendwo darüber, ne? Ach, darüber, okay. Erstmal hier gucken, da gibt's Wasser. Wir müssen schwimmen. Du bist brav, ja, rostiger Bolzen. Böse Schwerkraft. Ja, die Schwerkraft ist aber auch böse, hä? Alter, ist aber schon riesig hier. So, was haben wir hier? Someone's left a buggy out here. Ein Fahrzeug. That's strange. Who would just abandon a buggy in this place? And it's pretty new. Is it brand new? Not brand new, but it's in very good condition. You wouldn't just abandon it. So, what did happen to the driver? Oh! There's a boy. He's being attacked by monsters. You saw it happening? Where? I don't know. But it was near some water. Near water? But what made you have a vision all of a sudden? Maybe it was triggered by touching the buggy. Well, we'd better find him. Let's search everywhere around here where there's water. Okay. Hallo, bam, bam. Hallo. So.
Oh, come on! Ey, nicht mich hauen! Was machst du denn da unten? Warum krieg ich jetzt aufs Maul? Pony und Nacken und flauschiges Fell. Oh. Mach mal. Easy. Gefleckter Wolfpelz, kleiner Wolfkristall, Jägerstiefel. Trophäe, Schatzsammler. Nice. Hey. Zwei von drei. Lauschiges Fell. So, wo ist Nummer drei? Da ist Nummer drei. Nicht auf mich. Mission ready. So, du hast die Bitte des Humsreisenden erfüllt. Er sollte jetzt wieder ohne Angst schlafen können. Easy. Lauschiges Fell. So, so. Darüber müssen wir. Oh, oh. Ja, natürlich. Items für zukünftige Missionen sammeln. Wenn du eine Schatztruhe öffnest oder ein Sammelitem findest, informiert dich bisweilen eine Vision darüber, dass du das Item für eine zukünftige Mission benötigen wirst. Items, die in zukünftigen Missionen gebraucht werden, sollten nicht verkauft werden. Ein Ausrufezeichen markiert Items für zukünftige Missionen. Okay. Das wäre der dritte Mottenkriecher. Als Kinder haben Rain und ich oft mit denen gespielt. Er stirbt. Warum haut der mich? Nice. Lauschiges Fell. Alle solche Spiele sind immer voll schlimm. Ne? Ich könnte in solchen Spielen stundenlang nur rumlaufen und die Dinger einsammeln. So, hier die blauen Punkte. Habe ich bei der Welt auch stundenlang in Xenoblade 2 gemacht. Ah, da hinten ist Falde Wasser. Das ist eine gute Idee, Rain. Ready when you are.
Eigentlich immer auf mich? Alter. Ah, wir haben den da drüben. Alter, was haben denn die für HP? Ja, wo ist denn der jetzt? Der den gerade kaputt macht? Komm schon, ich bin nochmal. Jawohl! Okay, it should work now. Great! You saved my skin. My buggy short-circuited. And then there were those monsters and... Well, thanks. I fixed the circuit, but it's out of ether. Change the cylinder and it will be as good as new. I think it's time for the introductions. I'm Ryan. He's Shulk. Pleased to meet you. Oh, hi. I'm Juju. Hey, Juju. Where are you two heading? If you've got time, you should come back to our camp. Your camp? Yeah. It's not far. How about it? Let's take him up on the offer. I'm surprised there's a Homs camp here, but they might have some information. I suppose. Juju, can you tell us how to get there? Sure. If you go back to the oasis, you should see a tall stone post. Ja, die hat mir schon aufgefallen. Head there first. Then what? There's a small path in the woods next to the stone post. Just follow it down to our camp. Got it. Now, let's make a move. Okay. Aktive Gruppe und ein Gast haben wir jetzt. Okay. Stärkungseffekt. Jo, so. Ja, das kennen wir schon. Ja, das ist sicher das. Mach mal bitte. Oh, was habe ich da hinten glitzert? Warte, da müssen wir mal gucken. Wolftal, ah, guck mal. Right, let's do this. Leave it to Ryan. Let's keep up the pressure. Hey, hammer, beat. Almost there. Shadow one. Split it. All right, now. You've been nice one. Since I can remember, mate. Hey, don't sweat it. Before you know it, you'll be. Reflektor Wolfpelz, flauschiges Fell. I won't let you down. Will ja nur das Glitzerding da hinten. So, kleiner Elektrokristall. Und noch einmal. Und noch einmal. Oh oh. Let's focus our efforts. I'm on it. Ready! Shadow Eye! Boom! Right! You're a lifesaver. Right. Take this!
Alter, wo rennst du hin, du Sack? Komm schon, Dong! Oh, einen nicht auf. Nicht jetzt umdrehen, du Sack! Oh oh. Ey, nicht auf mich! Gefleckter Wolfpelz, Lederkappe, kleiner Wolfkristall. Na gut, wirklich gelohnt hat sich das jetzt nicht. So, dann müssen wir jetzt wieder zu dem Dingsbums. Und Geronel will das Game. Hallöchen. Muss du kaufen? Also ich find's cool. Was? Come off 4? Was? Das ist come off. Womark, rückwärts macht auch keinen Sinn. Aber das ist halt auch immer, ne, das ist so ein bisschen typisch japanisch. So JRPG. Dass also mitten in einem Low-Level-Gebiet auf einmal so ein Level 80, 90, 100 rumrennt. Erinnert mich immer so ein bisschen an Perfect World, an die Worldbosse. Da war das auch so, da bist du gelaufen so, gerade frisch aus dem Anfängergebiet raus. Ey, alles chillig gewesen, rennst du raus, so bam, Level 100 ein, Worldboss. Ja, bumm, tot. Der hat hier Schaden reingedrückt, oh. Und das war die vierte Schafbeere. Irgendwann ist sicher schon, man, die kürzen ab, die kürzen Ivan ab, irgendwann mit Ivan. Nein, Ivan, also nee, das ist nicht irgendwann, das ist Ivan. Ich glaube, das ist ein Name. Ist sicher schon ungeduldig, wir sollten sie ihm bringen. Okay.